Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Der ist ganz so Bild flimmert er hier. Was kommt mit der Kamera? Billy scheißen Dreck. Wobei ich schon sagen muss, dass die Kameras schon echt gut sind. Also, wie gesagt, die flimmert jetzt hier, weil für die ist mit der Helligkeit immer genauso zu hässlich ist. Aber gerade hier, ne, die Frontkamera ist ja das gleiche Modell. Also muss ich schon sagen. Dafür, dass die Kameras gerade mal absolut neu gekostet haben, also ich weiß gar nicht, wie teuer die waren, 20 Euro oder sowas, oder 20, 30 Euro für so einen Dreh pro Stück. Ja, kann man echt nicht meckern. So. Apropos meckern. Wir haben geschlafen, wir haben noch nicht getankt. Nächste Tankstelle ist aber noch ein bisschen weiter weg. Das heißt, wir suchen wahrscheinlich erstmal eine Mission und dann machen wir tanken halt auf der Mission selber. Denn Tank, ja, siehst du, 500 Kilometer schaffen wir noch. Also bis zur nächsten Tankstelle reicht es auf jeden Fall. Gut, na dann. Schau mal, wo schickt uns denn die Reise hin? Mal gucken bei Preis. Na gut, okay. Also, das mit den Tomaten ist echt das Lukrativste aktuell. Wow, einmal komplett von ganz oben nach ganz unten. Ich wollte eigentlich eher hier in die Richtung. Das ist... Und da kamen wir, so ungefähr. Russland. Bäh. Schon wieder Russland. Hm. 39. Ja, das ist doch. Danke. Ja. Wir gucken hier direkt nach Frankreich. Wow. Mehr Frankreich gibt's gar nicht. Lol. Wo da hinten? Willst du mich verarschen? Was gibt's denn hier so? Ja, hier geht Frankreich. Ah, hier unten, relativ in der Mitte. Hm. 44. Da 42, ne? Also sogar etwas lukrativer. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. 80. 200.000. What the fuck? Alter Schwede. Wobei, ich weiß nicht, 5 Stunden... Wobei, bei einer Schnellreise vergeht ja keine Zeit mehr. Das heißt, bei einer Schnellreise könnte man da einfach hinfliegen und dann let's go. Ist sogar relativ nah direkt an der Stadt, also wäre tatsächlich sogar machbar. So. Ne, also so ist es ja nicht. 2400 Kilometer oder 2500 Kilometer sind aber fast ein bisschen viel. Ich meine, da wird es auch ordentlich scheppern in der Kasse, ne? Also. Wobei, ganz ehrlich, andererseits, in der Zeit machen unsere Mitarbeiter garantiert eine Mille oder so. Also, wie gesagt, Geld ist jetzt nicht mehr so der treibende Faktor, sag ich mal. Wenn ich jetzt hier nach Frankreich suche. Ja, gibt's nämlich nicht. Wenn ich nur nach F suche, wird mir alles unmöglich angezeigt, weil überall irgendwelche Fs drin sind. Verdammte Scheiße. Hm. Wir können mal ganz kurz gucken. Es gibt ja hier dieses ganz komische Ding, was ich noch nie im Leben benutzt habe. Und zwar... Firmenbrowser. Nee, war das das Ding? Ach so. Achso, es ist einfach nur allgemein, was für Frachten es gibt, nicht was es aktuell gibt, ne? Hm. Man kann nach Firmen und nach Frachten sortieren, aber nicht nach Länder. Schade. Ah, okay, mit Rechtsklick kann man das als Ziel einstellen. Mit Linksklick als Quelle. Wenn ich jetzt so mache,
Warum wird es da mehr? Ich dachte jetzt, es werden nur noch Frachten angezeigt, die von dort nach dort verschifft werden. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur, jetzt werden alle Frachten angezeigt, die entweder dort starten oder dort enden. Weil so. Achso, ja, siehst du, genau. Ja, okay, ja. Okay, wahrscheinlich macht es deswegen Sinn. Weil eben so hast du nur zwei, so hast du nur fünf, aber so hast du halt sechs, das heißt mehr. Und wenn du eine Endverknüpfung zwischen den Orten machst, dann wird ja die Menge weniger, nicht mehr. Und das ist also eine Orverknüpfung, keine Endverknüpfung. Aber gut, wenn man das natürlich für solche Sachen nutzen kann, ist natürlich klar. Ja, also das funktioniert gerade gar nicht weiter. Let's go. Weg da. Macht mir Angst. So, das heißt, wir müssen uns Hopfen hier durchschlagen. Da unten einmal lang. Aber nee, hier waren wir schon überall, ist alles gelb. Was ich mal gerne machen würde, wartet mal ganz kurz. Ich habe gerade eine voll witzige Idee. Ja, so semi. Aber ich muss nur noch mal was bei der Map verifizieren. Und zwar. Ja, genau. Helsinki geht nach Travemünde. Weil hier ist immer so Mabuse. Aber ja, genau. Die Linie, die von hier kommt, geht hier gerade runter nach da. Das Witzige ist nämlich, wenn man sich hier oben irgendwo, also wenn man hier oben irgendwo eine Mission hat, und dann geht es nach Travemünde. Geht auch gerade gar nicht in die Richtung. Aber irgendwas in der Nähe vielleicht. Ding. Das ist ja hier schon. Naja, ist noch ein ganz schön weit weg. Ist hier zum Beispiel. Da schickt er mir übers Festland und alles Mögliche. Obwohl man hier rüber viel schneller wäre. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Ingame-Zeit aussieht. Ob man da auch schneller wäre. Aber zumindest kann man damit halt relativ schnell Parre machen. Wo man da schön Kilometer schrubben kann. Mit der Fähre. Nur viel gibt es in die Richtung gerade gar keine Mission. Was ist das für ein Scheiß? Da klingt man sich ja dumm und dämlich. Ah, das würde auch zur Not gehen. Ist wieder genau da. Dann musst du dann halt von hier nach da hinten fahren oder so. Wenn du das Stück hier erstmal mit der Fähre lang fährst, musst du dann hier hinten nach oben fahren. Da wäre ja das Ding, was hier weiter oben war ja fast besser, ne? Das Ding hier. Erst einmal 48. Die Sache ist, ich weiß gar nicht, kriegt man denn auch die vollen Los. Erfahrungspunkte? Achso, wie viel Zeit haben wir jetzt eigentlich? 16 Stunden. Oh, sieht gut aus. So, wir müssen also nach Helsinki. Schnellreise nach Helsinki. Der LKW hat zu wenig Treibstoff für die Schnellreise. Tankt den LKW auf und auf Hilfe! Ohne Scheiße. Ach nee. Hä? Halt nee. Ich brauche das hier. Was? Geht gar nicht. Mal hier mal ein bisschen rumspielen und ich spiele streicht einem macht den voll Strich durch die Rechnung. Müssen wir erstmal tanken gehen, ja. Lass uns loslegen.
rechts ab. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Aber ich glaube, da liegt vielleicht daran, dass ich mich so häufig verschätze und dann öfters mal Unfälle baue. Tatsächlich daran, dass unsere Reifen schon auf 80% runter sind. Ne, so wie hier zum Beispiel. Normalerweise rutscht der LKW nämlich nicht so viel. Also kommt nicht so schnell aus der Bahn raus. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Tja, die Frage ist, ich meine, also wenn wir hier diesen Vorschlag machen, was wir machen sollten, dann schlägt er uns ja nicht vor, die Reifen auszutauschen. Also scheinbar scheint das noch so im normalen Rahmen zu sein, sag ich mal. Sprit tanken, ja. Gott, geht da viel rein, Alter. 1400 haben wir, ne? Ich glaube. Knapp 3000 Euro. Ja, genau, 1400 Liter. Genau. 3300 Kilometer. So. Dann Schnellreise nach Helsinki. Let's go. Neue Route finden. Deine Mutter ist eine Route. Yeah. Schaut euch diesen LKW an. Er ist so niedlich. Oh, Alter, hier ist wieder völlig überblendet. Blöde Sonne, viel zu hell. So, da ist der Ausgang. Let's go. Iveco. Biege nach links ab. Demnächst links ab. Biege nach links ab. Natürlich muss der jetzt Gegenverkehr kommen. Ah, diese Welt hasst mich. Und er fährt so langsam. Oh mein Gott, kriegt der Herzinfarkt. Immer geradeaus. Links abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. War eine schöne Fahrt. Wo ist man hinten? Ich bin doch hier falsch, oder? Ah Gott, ich bin doch hier garantiert falsch. Ich hätte doch hier vorne reingemusst, oder? Zumindest ist hier vorne das Logo. Ja, da vorne ist das Ding. Ach, leck mich doch am Arsch. Warum schickt mich das Navi nach da hinten?
Oder gibt es hier hinten auch ein Logo? Ja, nee, der müsste ja auch auf der Landkarte sein. Aber man kommt von der Seite auch nicht auf die andere Seite rüber. Ne. Aua. Fürs Protokoll, ich stand auf der Bremse. Naja, nee, komme ich hier nie im Leben rum. Ah, ist doch nicht euer scheiß Ernst jetzt hier. Verdammte Kacke. Immer das Gleiche. Also, fahren wir rückwärts raus. Ja, wir sind schon drin. Aber rückwärts raus können wir auch nicht, ne? Das ist doch kacke. Oh, das ist doch blöd. Na gut, vielleicht können wir da hinten wenden. Ich hasse sowas, ey. Wo schickt uns denn immer dieses dreckige Navi und wir können hinten nicht wenden? Ach, das ist doch nicht wahr, sag mal. Die Frage ist, kann ich jetzt einfach rückwärts rausfahren? Oder geht die Schranke erst auf, wenn der LKW in der Nähe ist? Ja, wir gucken einfach mal. Guck mal. Der sitzt da schön auf die Paletten und lacht sich ins Häuschen. Wetten, die Schranke geht nicht auf? Direkt 1% Schaden? What the fuck? Wieso geht der Auflieger so schnell Schaden? Ja, wir sind hier drin gefangen. Ich hasse diese Sache mit dieser Kack-Automap. Jetzt müssen wir gucken, ob wir hier wenden können. Sollte genug Platz sein. Ja, easy. Danke. So dumm alles. So dumm. Endlich, wir sind da. Obwohl ich jetzt sauer bin. Ist hier eine Kreiferwand? Ich glaub's nicht. Ich wollte das Fragezeichen aufdecken. Aber natürlich gibt's hier wieder eine Alpha-Wand. Natürlich gibt's da eine Alpha-Wand. Hä? Hey, ach, die Reifen haben... Wieso habe ich Reifenschaden bekommen? Ah, oh, das war $70. Okay, das geht ja noch. Wettenauftrag ist bereits weg, weil wir so lange gebraucht haben. Ah, ne, ist noch da. Hier ist sowieso alles ganz schön eng. Zum Glück bin ich mit engen Sachen vertraut. So, let's go. Fahrt vorsichtig.
So. Und jetzt haben wir gute 1300 Kilometer, 1130 Kilometer, so rum. Aber wir werden dahin fahren und dann gucken, okay, wir fahren los. Was mit diesen 1130 Kilometern passiert. Jetzt macht das wieder den Navi von der anderen Seite aus. Ist das dumm? Abbiegen, dann links abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Achso. Bitte links halten. Der war gut. Ich habe gerade so auf Navi geachtet und darauf, dass die Sprecher geradeaus weitergehen, dass ich gar nicht realisiert habe, ja, dass das hinten, da hinten nach links weggeht. Ich dachte voll, wir müssen geradeaus weiterfahren. Ja. Oh, schon hat der Auflieger 2% Schaden. Ach, das geht so schnell. Sie werden so schnell erwachsen. Naja, Männlichkeit durch Züchtigung, Züchtigung durch Schmerzen. Irgendwie so war das doch. Bitte links Oh, wir haben gerade 42 Stunden. Haben wir eine Quest genommen, die extrem eilig, die es extrem eilig hat, oder was? Oh, tatsächlich. Na gut, dann weiß ich aber nicht, ob das klappt. Weil die Fähre braucht ja relativ lange. Eieiei. Da bin ich mal gespannt. Ich meine, der Vorteil ist, wir sparen damit extrem viele Schlafpausen ein, weil wir in der Fähre schlafen, während sie fährt. So. Aber. Links halten und dann links abbiegen. Okay, wenn wir gerade mal 42 Stunden haben, das klingt jetzt gerade doch sehr knapp. Biege nach links ab. Rechts halten. Biege nach rechts ab. War schon wieder super eng. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Man sieht ja, ne, so, wenn wir jetzt normal gefahren hätten, hätten wir so etwas über 20 Stunden gebraucht. Bin mal gespannt, wie lange wir mit der Fähre brauchen. Wobei, ich glaube, die Fähre braucht auch nicht mehr als einen Tag. Also, ich glaube, die längste Strecke, die man mit der Fähre zurücklegen kann, waren 29 Stunden, glaube. Und ich glaube, das war sogar die Strecke, die wir jetzt nehmen. Das heißt, wir hätten ja noch, ja, 10 Stunden übrig. Rechts halten. Oh Leute, fahr doch mal hier. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Und dann rechts ab.
Alter. Biege nach rechts ab. Alter. Biege nach links ab. Hä? Alter. Spinne ich oder sieht man hier unten so einen ganz kleinen roten Strich? Ah. Hm. Aber ja. Ich glaube, die Räder rutschen wirklich immer mehr weg. Also, ich glaube, wir sollten doch bald die Reifen austauschen. Gerade bei so Langgriffzonenkurven merke ich richtig, wie der LKW überhaupt nicht mehr die Spur hält. Ich bin gespannt, ob das die 29-Stunden-Strecke ist. So, halt, müssen wir eigentlich hin. Wir müssen nach... Danke. Hallo, danke. Wir müssen nach... Ich sollte mal raus, gell? Travemünde. Hey, bleib doch stehen hier. Ja, genau, 29 Stunden. Das ist, glaube ich, die längste Strecke, die es hier, die längste Seestrecke, die es gibt. Route neu berechnen. So, das heißt, wir haben jetzt noch 10 Stunden Zeit. Glaube ich. Ungefähr. Und da haben wir aber einen Großteil der Strecke zurückgelegt. Also 7 Stunden brauchen wir noch und oh, wir haben sogar noch 12 Stunden. Siehste. Und das, obwohl es eine super eilige Strecke ist. Also, damit kann man halt so manche Sachen halt echt gut abkürzen, ne? Es gibt sicher so einige Seewege. Wir hatten ja auch irgendwann mal ganz am Anfang, glaube ich, irgendwie gehabt, wo wir genau hier oben hin mussten. Ich glaube, es war sogar direkt der Hafen. Und da hat er uns auch irgendwie hier lang geschickt und dann hätten wir irgendwie hier durchfahren sollen. Und wir haben dann auch einfach direkt die Bootsstrecke genommen. Easy, let's go. Deswegen, also irgendwie scheint diese Bootsstrecken immer nicht so ganz zu beachten. Guck mal, hier unten ist auch noch eine relativ lange. Aber ich glaube, wie gesagt, hier oben, das ist die längste. Oder war die unten noch länger? Nee, stimmt, ich glaube, die hier war noch länger. Hm. Egal. Also, den Rest machen wir erstmal in der nächsten Folge. Boot kann erstmal da bleiben, wo es ist. Können wir später runterfahren. Von daher, bis denn.